Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Niederösterreichs umstrittener Asyllandesrat der FPÖ Gottfried Waldhäusler hat ernsthaft zu Wiener Schülerinnen mit Migrationshintergrund gesagt, wären sie nicht hier, dann wäre Wien noch Wien. Das löst jetzt natürlich einen Sturm der Entrüstung in den übrigen Parteien aus. Die FPÖ schweigt wieder einmal. Aber es gibt natürlich auch Debatten innerhalb der SPÖ nach den Wahlverlusten der Partei in Niederösterreich. Lauter Fragen für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Und ich freue mich, ihn jetzt per Zuschaltung aus dem Wiener Rathaus begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Schönen guten Abend und grüß Gott. Was haben Sie sich dabei gedacht, wie Sie gesehen haben, dass der wohlbemerkt niederösterreichische FPÖ-Landesrat erklärt hat, zu Schülerinnen mit Migrationshintergrund, Wiener Schülerinnen, wären diese nicht hier, dann wäre Wien noch Wien? Ja, das war eine menschenverachtende Aussage gegenüber Schülerinnen, jungen Frauen, die sich gerade überlegen, wie sie ihre Zukunft gestalten, welche Berufe sie ergreifen werden. Und anstatt, dass man diesen jungen Frauen Perspektiven eröffnet, brüskiert man sie auf eine unglaubliche Art. Und es haben sich bei mir so viele Menschen gemeldet, auch junge Menschen, Schülerinnen, Schüler, die das aufs Schärfste zurückweisen, die sich auch angesprochen fühlen und nicht verstehen, wie ein Politiker so etwas sagen kann, noch dazu aus einem anderen Bundesland, also wo es ihm eigentlich auch gar nichts angeht. Aber prinzipiell sieht man, wie die FPÖ den Diskurs in eine Richtung lenkt, die durchaus besorgniserregend ist. Und von daher brauchen Sie mich gar nicht fragen, auch im Laufe des Gesprächs, ob ich mir eine FPÖ-Koalition vorstellen kann. Solche Aussagen zeigen, dass es mit so einer FPÖ nicht möglich sein kann, eine Koalition einzugehen. Zumindest sehe ich das für Wien so. Ich weiß, dass Sie es so sehen. Ich hätte Sie auch nicht gefragt, ob Sie eine Koalition mit den Freiheitlichen eingehen würden. Aber Sie wissen, dass die Debatte jetzt in Ihrer Partei entbrannt ist. Ich sage wieder einmal, ich hatte zum Beispiel gestern den Salzburger SPÖ-Chef und Spitzenkandidaten Egger hier zu Gast und der hat gemeint, er schließe keine Koalition mit den Freiheitlichen aus und er würde das auch der Bundespartei nicht empfehlen. Sie würden der Bundespartei eher empfehlen, keine Koalition mit den Freiheitlichen zu machen, oder? Also für Wien kann ich es ausschließen und auf Bundesebene gibt es entsprechende Beschlüsse. Und Aussagen wie diese, aber auch vergleichbare, zeigen, dass die FPÖ ja gezielt auch diese Provokationen vornimmt. Erfreulicherweise gibt es viele Menschen, die sich in unserer Gesellschaft auf Bundesebene, auf Landesebene dagegen aussprechen. Aber dieser regelmäßige, auch Regelverstoß ist ja etwas, was die FPÖ bewusst macht. Und das ist dem Landesrat ja auch nicht passiert, sondern er hat ja noch nachgestoßen mit weiteren ähnlichen Ausführungen. Also von daher sieht man, dass das bewusst auf Polarisierung angelegt ist. Ich lebe in Wien ein Miteinander und ich weiß, dass es viele Menschen gibt mit Migrationshintergrund, die wertvolle Arbeit leisten. Und unsere Stadt wäre nicht in dieser Form führbar, wenn wir nicht viele Menschen hätten, aus unterschiedlichen Ländern kommend, die bei uns wesentliche Arbeit leisten. Das beginnt im Gesundheits- und Pflegebereich, geht über Gastronomie, Hotellerie bis hin zum Baubereich, auch im akademischen Umfeld. Also von daher, finde ich, muss man jungen Menschen, wie gerade Schülerinnen und Schülern, Perspektiven aufweisen, Hoffnung vermitteln, aber sie nicht auf diese Art und Weise brüskieren, nach dem Motto, dem Landesrat aus Niederösterreich wäre es lieber, wenn es diese jungen Menschen überhaupt nicht hier bei uns gäbe. Also ich halte es wirklich für menschenverachtend und man muss sich da ganz deutlich dagegen aussprechen und das tue ich hiermit auch als Wiener Bürgermeister ganz betont. Gleichzeitig, Sie haben jetzt auch das Thema angesprochen, mit dem die Freiheitlichen natürlich seit Ewigkeiten, aber jetzt zuletzt auch in Niederösterreich offenbar immer wieder punkten und das ist das Thema Migration und teilweise das Thema Asyl. Auch da gibt es immer wieder Debatten in der SPÖ. Ihr habt zwar ein Programm,
dass die Frage eigentlich beantwortet, aber gleichzeitig sagen Politiker wie Burgenlands Doskozil regelmäßig, der SPÖ fehle es da an einem klaren Profil. Sehen Sie das auch so? Also wir haben, wie Sie richtig sagen, ein klares Papier zu diesem Thema, das schon 2018 beschlossen worden ist, an dem die Landeshauptleute Doskozil und Kaiser maßgeblich mitgewirkt haben, aber auch viele aus der sozialdemokratischen Bewegung und dem gesamten Umfeld. Von daher sind wir meines Wissens auch die einzige politische Kraft, die ein solches formuliertes Programm hat. Und ich würde mir wünschen, dass weniger philosophiert wird, sondern konkrete Maßnahmen gesetzt werden. Und ich bin der Meinung, das sollte man sinnvollerweise auch in Kooperation mit den Einrichtungen der Europäischen Union machen. Das, was wir erlebt haben in den letzten Wochen, war, und das hat sich ja auch beim Landtagswahlergebnis in Niederösterreich wiedergespiegelt, dass die ÖVP der FPÖ den blauen Teppich ausgerollt hat. Und es wäre wichtig, dass man dieses Thema entsprechend behandelt, mit konkreten Maßnahmen innerhalb der Europäischen Union. Das ist ein Thema, das uns insgesamt beschäftigen wird, Migration. Und von daher erwarte ich mir aber auch entsprechende Schritte zum Thema Integration von der Bundesregierung. Also nicht nur darüber reden, sondern konkrete Maßnahmen durchführen. Und ich bin überzeugt, dass es möglich sein wird, hier gemeinsam Schritte zu setzen, aber nicht, indem man polarisierend in der Gesellschaft wirkt, sondern schaut, wo gibt es Herausforderungen, und die gibt es, so wie in vielen anderen politischen Feldern auch, und wie kann man diese Herausforderungen meistern. Und dass man aber auch würdigt, dass Menschen mit Migrationshintergrund auch in unserem Land wertvolle Arbeit leisten. Sie haben jetzt die niederösterreichische Landtagswahl angesprochen, und da hat die ÖVP ein historisches Wahldebakel erlitten und knapp 10 Prozentpunkte verloren. Die FPÖ hat einen historischen Wahlsieg mit fast 9 Prozentpunkten plus, aber die SPÖ hat ebenfalls eine historische Wahlniederlage erlebt und ist hinter die Freiheitlichen gerutscht. Wie erklären Sie sich das Ganze? Also ich bin überzeugt, dass die Sozialdemokratie in Niederösterreich dieses Wahlergebnis genau analysieren wird. Aber ich zolle großen Respekt dem Spitzenkandidaten Franz Schnabel, der in wenigen Stunden eine Neuaufstellung der niederösterreichischen Sozialdemokratie eingeleitet hat, mit Sven Hergovich einen ausgezeichneten, sehr pragmatischen, aber trotzdem fundierten Sozialdemokraten vorgeschlagen hat, der sich viel Anerkennung erworben hat, weit über die Grenzen Niederösterreichs und unseres Landes hinausgehend, auch in der internationalen Presse viel positive Nachrichten bekommen hat, weil er es geschafft hat, gerade zum Thema Arbeitsmarkt innovative Projekte umzusetzen. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, die die niederösterreichische SPÖ getroffen hat. Und ich bin überzeugt, dass Sven Hergovich mit dem gesamten Team der SPÖ in Niederösterreich hier für die Zukunft wichtige Weichenstellungen vornehmen wird. Das beginnt schon auch mit den Verhandlungen um die Teilnahme in der niederösterreichischen Landesregierung. Und da bin ich überzeugt, dass für die SPÖ ein Neubeginn mit neuen Personen, neuen Inhalten hier auch Hoffnung für das gesamte Bundesland entwickeln wird. Die nächste Wahl, die ansteht, ist die Kärntner Landtagswahl, wo es ja einen roten Landeshauptmann gibt. Fürchten Sie dort ähnliche Verluste für die SPÖ? Peter Kaiser ist ein sehr guter Landeshauptmann, der gezeigt hat, dass er in einer schwierigen Situation, man darf ja nicht vergessen, seine Vorgänger haben ihm ja ein wirkliches Pinkerl an Problemen hinterlassen, dass er in einer schwierigen Situation das Bundesland Kärnten sehr gut geführt hat, dass er großes Vertrauen in der Bevölkerung genießt und auch Perspektiven für die Zukunft entwickelt hat. Und er hat nicht zuletzt auch bei der letzten Tagung der Bundes-SPÖ, die wir in Klagenfurt durchgeführt haben, auch neue Perspektiven eröffnet im Bildungswesen, die große Anerkennung in Österreich gefunden haben, weit über die Kärntner
Landesgrenzen hinweg. Und da bin ich überzeugt, dass Peter Kaiser hier ein gutes Ergebnis erzielen wird. Peter Kaiser hat aber gleichzeitig auch gesagt, das war ein bisschen auch an jene Kollegen von Ihnen gerichtet, die diese Debatten regelmäßig halb öffentlich oder sogar ganz öffentlich führen, er wolle keine Personaldebatte, gemeint Obfrau-Debatte um Pamela Rendi-Wagner während eines Landtagswahlkampfes. Danach könne man über alles reden. Heißt das, dass die Personaldebatte um Pamela Rendi-Wagner nicht schon längst eröffnet wurde? Ja, sehe ich nicht so. Sie genießt großes Vertrauen innerhalb der Sozialdemokratie. Das hat sich auch gezeigt bei der Tagung der Bundes-SPÖ, die wir in Kärnten durchgeführt haben und wo wir uns sehr intensiv über alle Herausforderungen unterhalten haben und auch laufend Gespräche führen. Und in der Zeit, in der Frau Dr. Rendi-Wagner die SPÖ geführt hat, hat es 7 Landtagswahlen gegeben. Nur bei 2 war ein Minus. Die anderen Landtagswahlergebnisse waren mit einem geringeren oder größeren Plus versehen. Wenn man sich anschaut, wie das in der ÖVP ist unter der Führung des Bundesparteivorsitzenden, da waren 2 Landtagswahlen, beides Male Minus in der Größenordnung von fast 10%. Also von daher wundert es mich immer, dass es gelingt, Probleme, die die ÖVP hat, dann der SPÖ umzuhängen. Aber prinzipiell orte ich da eine große Zustimmung für die Frau Dr. Rendi-Wagner, auch als Spitzenkandidatin der SPÖ. Aber das müssen Sie dann mit Hans-Peter Doskozil besprechen, weil ich glaube, dem gelingt das regelmäßig, diese Debatte zu führen. Heißt das, dass Pamela Rendi-Wagner die nächste Kanzlerkandidatin der SPÖ wird? Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Es werden Namen genannt wie Alexander Wrawetz, der ehemalige ORF-Chef und jetzige Rapid-Präsident, der auch im Gespräch sei für einen möglichen Kanzlerkandidaten der Sozialdemokratie. Also ich schätze Dr. Alexander Wrawetz sehr. Er ist ja auch Präsident der Wiener Symphoniker. Das ist das international anerkannte Orchester, das mit einem besonderen Nahverhältnis zur Stadt Wien geprägt ist. Er ist ein ausgewiesener Medienexperte, der auch international große Anerkennung genießt. Und es gibt für mich immer viele Gründe, mit ihm auch konstruktive Gespräche zu führen, insbesondere auch seine Kenntnis über die europäische Medienwelt nachzufragen. Aber ich sehe hier viel Spekulation, die nicht begründet ist, was konkrete Funktionen innerhalb der Sozialdemokratie betrifft. Zum Abschluss bitte noch 2 inhaltliche Fragen anderer Natur. Einerseits Corona, da wird ja jetzt vom Gesundheitsministerium im April auch die Maskenpflicht in Spitälern und in Pflegeheimen fallen. Was wird Wien da machen? Ja, das ist ein besonders sensibler Bereich, denn zum einen verstehe ich, dass die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Erleichterungen für die Durchführung ihrer Tätigkeit wollen. Andererseits befinden sich dort besonders schützenswerte Personengruppen. Ich werde mich in den nächsten Tagen mit meinem Expertenkreis beraten, in welchen Bereichen von Spitälern, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen solche Maßnahmen noch notwendig sind in nächster Zeit. In meinem Expertenkreis sind neben vielen Theoretikern, auch Praktiker, die vor Ort auch Verantwortung tragen in Spitälern und Pflegeeinrichtungen. Und nach diesen Gesprächen werde ich das dann in Abstimmung auch mit dem Gesundheitsstadtrat Hacker entscheiden. Und zum Abschluss noch, man sieht, dass die Inflation im EU-Durchschnitt runtergeht, in manchen Staaten sogar deutlich. In Österreich steigt sie hingegen weiter, also wir liegen über dem Schnitt. Machen wir dann nicht offensichtlich irgendwas falsch? Ja, also die Sozialdemokratie und unsere Parteivorsitzende Dr. Rendi-Wagner hat es schon sehr frühzeitig gefordert von der Bundesregierung, dass es Energiepreisdeckel geben soll. Im Übrigen haben wir das auch gefordert im Kreis der Landeshauptleutekonferenz. Das ist sehr spät beim Bereich Strom gemacht worden, nicht beim Thema Gas und Wärme.
Das hätte, so wie in anderen europäischen Ländern, Spanien hat ja begonnen, Deutschland hat das später dann auch umgesetzt und andere EU-Länder auch, hätte natürlich bedeutet, dass wir frühzeitig auch dämpfend auf die Inflation wirken. Das gilt ja für Haushalte, aber auch für die Wirtschaft insgesamt. Und von daher merkt man, dass es vernünftig gewesen wäre von der Bundesregierung, konstruktive Vorschläge der SPÖ aufzugreifen und frühzeitig so einen Energiepreisdeckel umzusetzen. Das hätte mit Sicherheit preisdämpfend gewirkt und die stark steigende Inflation zumindest reduziert. Gut, dann vielen Dank, Herr Bürgermeister, für das Interview. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit einem Streitgespräch zwischen eben jenem umstrittenen FPÖ-Landesrat Waldhäusl und einer Vertreterin der Migrantenpartei Martha Bismann weiter. Bleiben Sie dran.